Was ist mit dir los? Du bist erkannt worden. Ich weiß es. Bin ich froh, dass ich hier bin. Mir laufen die Weiber nach, es ist furchtbar, ehrlich. Wieso läuft dir dann alles noch? Junge, ich bin ein Frauentyp, das ist ja furchtbar. Du bist ein Frauentyp. Was meinst du, wenn ich über die Straße gehe, was ich mitmache? Ja, wieso dann? Wie freiwillig komme ich mir manchmal. Du? Ehrlich. Alle laufen sie hinter mir her und rufen, du Ei, du Ei, du Ei. Dabei bin ich doch ja nicht das Ei, du bist doch das Ei. Hör ich jetzt so? Ja, ist doch wahr, Mann. Muss doch mal gesagt werden, ne? Ich bin eben ein Frauentyp, ich kann ja nicht dafür. Ich bin eben Opfer. Du bist ein Frauentyp. Ich bin ein Opfer meiner Schönheit, da muss ich mit fertig werden, ja? Ja, ich bin ein Schicksalsschlag. Was bist du, der Schicksalsschlag? Ein Schicksalsschlag. Ah. Sag bloß, dass du wärst ein Wunschkind. Genau. Ein schlauer Bursche. Ich bin aber ein Wunschkind. Du bist ey. Meine Eltern haben immer gewünscht, dass ich nicht komme. Ich bin ja auch bei einem Gewitter geboren worden. Du bist bei einem Gewitter geboren worden. Genau. Bei einem Gewitter. Ja, ich weiß es ja. Ratatatim, pum, pum. Bum. Ein Gewitter war das. Hast du mir ja schon verzahlt. Bei dir musste der Blitzer reingeschlagen sein. Ich will dir uns jetzt sagen, meine Frau hat gesagt, ich wäre doch der schönste und der netzte Mann, den sie kennengelernt hat. Das hat die gesagt? Oh ja. Simon, man. Dass ich das noch erleben darf. Du wirst der schönste und ich wäre der schönste und der netzte Mann. Und so eine Frau hast du geheiratet, die so lügt. Du sollst doch besser unser Beispiel an den Peter nehmen, du. Ach, der Peter ist doch bekloppt. Der hat doch eine Meise. Wieso hat der eine Meise? Ach, der kann eine Pfeife rauchen. Ja, wieso das dann? Der ist doch versuchsweise geboren, Junge. Der Peter? Der war doch auf der Arktis, der hat doch einen Kopfschuss, der hat doch ein Frostgehirn, hat der doch. Der war doch in der Arktis, der hat doch ein halbes Jahr nur vom Pinguinfleisch gelebt. Was hätte er gegessen? Pinguinfleisch? Ja, hätte da nichts zurückbehalten davon. Nein, beim Sprechen nicht, nur beim Gehen, weißt du. Eva, an dem sollst du doch ein Beispiel nehmen. Ich mag kein Pinguinfleisch. Dann meine ich ja nicht, aber morgens, wenn du aus dem Haus siehst, dann geht der seiner Frau ein Bützchen. Der küsst seine Frau. Oh ja. Und dann abends, wenn der wieder geht, kriegt die Frau wieder ein Bützchen. Abends kriegt die schon wieder oh, ein ja. Bützchen. Dann esse ich lieber Pinguinfleisch, ehrlich. Nee. Und an dem Küssen soll ich mir ein da Beispiel sollst du da doch ein Beispiel annehmen. Wie der seine Frau oh, ja. Küsst, bist du bekloppt? Ich kenne die Frau ja, ja nicht. Und übrigens kann man ja vom Küssen blind werden, ne? Was kann man? Vom Küssen kann man blind werden. Ja, wie küsst du dann da drauf? Ich habe vorige Woche ein 18-jähriges Mädchen geküsst. Ja, und? Jetzt kann ich meine Frau nicht mehr sehen. Sag, was hast du da eigentlich für ein Wölbchen an? Das ist die neueste Mode aus Paris bei Frankreich, Herr Zimmermann. Das ist die neueste Mode? Ein ganz leichtes Stöffchen. Mein Gott, das sieht ja aus. Das ist ein Material, wenn ich deinen Staubfussel sehe, da je. Na, das ist eine Maßanzug. Also du, der Hemdpjeck, wenn du mich freust. Das ist, da kannst du nicht mal Tüten, Filtertüten von machen hier. Ja, was ist das dann hier? Das ist das teuerste Material. Was ist das dann? Ach, Junge, das ist echtes Bisam. Was ist das? Echtes Bisam. Wie küsst du dann dort rum? Muss auch Bisam Samstag bezahlt sein, Junge. Wo warst du dann in Urlaub gewesen? Im Sommer. Nee, ich meine, wo du gewesen bist. Ach so, ich war auf Sylt. Du warst auf Sylt? Auf Sylt war ich, ja. Ja, was machst du dann auf... Da fahre ich jetzt schon 15 Jahre hin, da mache ich FKK aus dem FF. Du machst Freikörperkultur? Genau. Aha. Ich kann mich ja sehen lassen.
ich bin ja zeitlos. Ich kann ja alles tragen. Mir steht ja alles. Ich sehe nackt und noch angezogen aus, ja? Mein Gott, wie du's. Aber was meinst du, wenn ich durch die Sanddünen komme? Ja. Oh. Der Neid unter den Männern. Oh. Da wird man übrigens braun bei FKK. Ja. Wenn die Sonne rauskommt, ne? Wirst du braun von oben bis unter die Fußsohle. Bis unten hin. Da musst du aber so gehen, weißt du, so. Ja, sind dann doch Frauen bei. Ob da Frauen bei ja, sind? Ja, ob da Frauen bei sind. Ja, ist es denn möglich? Zimmermann! Ja, man kann doch fragen, ob da Frauen bei sind. Ob da Frauen ja. bei sind, da weiß ich doch nicht, wir haben da auch nichts an. Du Schwein. Wie uns Wohnung renoviert wurde, ginge Wasser rührt kaputt. Was bei uns im Haus dann los war, ja, da war et eng von fort. Denn mir soße jad um Hüsje, bängt da spritzet Osterband. Und mir sind vor Schreck gelaufen, haben die Kleider noch in der Hand. Doch dann haben wir schnell nen Emmer, dann den Bütt dahin gestellt. Everett spritzte noch immer schlimmer, wie ein Sintflut Osterband. Und wir schanden über der Haus her, ein Villa hat er das genannt. Und jetzt stamm mit zwei im Wasser und mir haben den Putz noch in der Hand. Putz noch in der Hand. Ist es jetzt Jod? Ist ein Walzer. Putz du noch in der Walzer. Er schämt sich. Kleiner Nacktarsch. Durch die Zimmer lief et Wasser und wir sprungen ob der Stuhl. Und wir wurden halt immer blasser, all die Möbel schwommen schon. Und eine Show schwumm durch die Zimmer, ne, was hatten wir en Freud. Auch der Jodfisch war am Schwimmen, nur de Oma, die tät uns leid. Denn die Sauce und Kanapesche kriegt de Bein nicht in de Hü. Und der dicke, große Jodfisch lötschte ihr am dicke Zieh. Freundschaft. Dann ob einmal wieze munter und sie winkt uns mit der Hand. Ein Schiff wird kommen, der zu singen. Wir hatten den Putzen auch in der Hand. Sing doch mit, du kriegst dasselbe Geld wie ich. Das macht er jedes Mal, da könnte ich verrückt werden, ehrlich. Da könnte ich verrückt werden. Ist zwar keine große Umstellung für mich, aber... Das wäre zu besseren selten Urlaub gewesen, ne? Ja, da war ich, ja, im Sommer. Hast du mich gedacht? Ob ich an dich gedacht habe? Ja. Ich hatte Urlaub. Also hast du nicht an mich gedacht? Naja, ab und zu schon, ne? Ja, wann denn? Wann hast du an mich gedacht? Meistens morgens beim Frühstück, wenn ich mein Frühstücksei aufgeschlagen habe. Da. Was soll das dann sein? Hey, kannst du mal sagen, was das sein soll? Das ist der Zimmermann-Tanz. Ich will doch jetzt sagen, du kannst froh sein, dass ich noch hier bin. Wie hier bin? Ja, nur, ich werde dich nach Bamming im Auto verbrannt. Du wirst bald in deinem Auto verbrannt? Oh ja. Du hast in dem Feuer gesessen? Oh ja. Der schöne Waren. Da war aber Eis geworden, wa? Da kann ich doch wohl sagen. Hättest du mal Badenhart gekocht, der Zimmermann?
aber keine Angst, du kannst doch ja nicht ganz abbrennen. Ja, warum denn nicht? Eierschalen brennen nicht. Hast du mal einen Unfall? Wie gehst du denn da drauf? So kann man doch nicht immer ausgesehen haben. Umso länger ich dich angucke, umso mehr kann ich mit mir zufrieden sein. Mein Gott, wie bist du überhaupt hier reingekommen? Durch die Tür. Die lassen doch jeder Penner rein hier, ey. Du hast ja gar keinen Arsch in der Hose. Oder stehst du verkehrt herum, wa? Man weiß ja nicht, ne? Oder jetzt auch besser, wenn Sie ein bisschen Sport treiben, da werdet ihr besser werden. Ich komme aus einer sportlichen Familie, Herr Zimmermann. Wer weiß, wo du herkommst. Jawohl, bei uns zu Hause haben wir alle Sport getrieben. Ja. Alle haben es getrieben, ja, jawohl. Ja, glaube ich. Ich habe Tennis gespielt. Du hast Tennis gespielt? Schau dir die Rückhand an hier. Ich habe mehr Rückhand wie Vorderhand, Junge. Nennst du das Rückhand? Die Bälle, die ich geschlagen habe, sind nie mehr aufgetaucht. Ich war der beste Mann am Platz. Ja? Ich war mein eigener Champion. Wenn die anderen nicht da waren? Ich war so gut, ich habe mir selber Autogramme gegeben, Junge. Natürlich mit einem anderen Namen, ist klar, ne? Und du hast Tennis gespielt, genau. Ne? Aber mach ich nicht mehr, ist mir so eine Lauferei. Ja, warum ist das denn eine Lauferei? Das war ja eine Lauferei. Ja, warum da? Weil es eine Lauferei war. Das war ja so ein kleiner Verein, die hatten ja überhaupt nichts aus der Pfanne, ne? Genau, passt doch so. Beim Tennis steht einer, ob der Sieg und der andere steht, ob der Sieg. Und da wird der Ball hin und her geschlagen. Hast du gespielt oder ich? Das war eine Laufer, das war ja ganz kleiner Verein. Ja, aber der kleine Verein dann. Ihr habt doch kein Geld. Ja, wieso denn? Was meinst du, dass das eine Lauferei war? Ja, wieso denn? Wir hatten doch nur einen Schläger. Der hat ja gar keine Ahnung von Sport, dieser Tütenüge. Ich hab keine Ahnung. Aha. Du Schnullerpfeife. Ich hab schon Ahnung. Hier, ich hab die Welt bereist. Du? Allein meine Sprachkenntnisse, die ich besitze. Du hast jetzt geliert? Jawohl, zum Beispiel Eigelstein. Was heißt das dann? Heißt auf Hochdeutsch Eagle-Stone. Ja, Junge, ich bin weltbereist. Da bist du Plattdeutschland. Jawohl, oder Holland zum Beispiel. Oder China. China? Klinge Pütz auf Chinesisch. Und wie heißt das? Hu Weng Lang Yeng. Ja. Ich hab die Welt bereist. Du hast sie bereist, du kannst mir ja erzählen. Ja, Junge, ich bin im Sport immer unterwegs gewesen. Sport? Ich habe 7 Kämpfe bestritten, Junge. 7 Kämpfe jedes Jahr, nicht nur eine 5-Kampf. Na, siehst du mal, wie jüdisch gewesen bin, ne? Ich hab damals Stabhochspringen gemacht. Da hab ich mal einmal 5,95 Meter gesprungen im dritten Durchgang, jawohl. Ob einem Mal? Ja, meinst du, ich hätte mittendrin eine Pause eingelegt? Ja, da hört 5,95 Meter ist Weltrekord. Weiß ich ja, ist er nicht anerkannt worden. Und warum nicht? Weil ich ohne Stab gesprungen bin. Oh, Heimatklänge. Ohne Stab. Mit 2 wir machen Tanzmusik, weil uns dazu gefällt. Und musikalisch haben wir uns auf Brock jetzt hingestellt. Sich früher Wort wird jeden Tag bei uns daheim trainiert. Ne Salto und ne Doppel-Nelson haben wir schon probiert. Wir tanzen jetzt in den Rock'n'Roll, denn zu den Rhythmus mit uns toll. Wir zittern schon an Arm und Bein und wieder Glück. Es ganz gemein, dahinter sind wir durchgebrannt. Und sind wir 2 aufs Rand und Band. Und alles schreit wie Radodol. Der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Und oh yeah! Ja, hey, was ist mit dir los? Wow, wow! Ha! Oh, neulich auf einer Sitzung, die Musik macht eine Pause. Und tausend Mann, die Boten, also klut schneller raus. Da liefen mir Flüchtlinge her und waren ganz erstaunt. Genauso wie beim Tanzen springen, die sind der Faust. Wir tanzen jetzt in den Rock'n'Roll, denn zu den Rhythmus
muss mit uns all. Wir zittern schon an Arm und Bein. Und wie der Typ ist ganz gemein. Dahinter sind wir durchgebrannt. Drum sind wir zwei aus Rand und Band. Und alle schreit wie Radodol. Der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Ihr seid jetzt selber schuld. Sag uns, darf man dir uns jetzt vernünftiges fragen? Ja, darf man dir uns jetzt vernünftiges fragen? Wenn es geistreich ist. Ich habe mir doch einen Taxibetrieb gekauft. Sehr geistreich. Ja, jetzt muss ich ihre Auto haben, ne? Ist normal, zu Fuß kannst du die Leute nicht nach Hause bringen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich mir nur einen 280 oder einen 300er Mercedes kaufen? Bist du geizig? Ob ein 218 oder 300, auf die 20 Mark kommen sich da auch nicht mehr an. Ist der bekloppt, ehrlich? Wieso bin ich dann bekloppt? Mein Gott, ist der bekloppt. Ja, wofür denn? Ich glaube, der weiß noch nicht, wo die Menschen herkommen. Na hör uns, die Menschen werden geboren. Siehst du, er weiß es nicht. Ja, wo kommen dann die Menschen her? Pass auf, ich klär dich auf, pass auf. Der liebe Gott. Ja. Ist der bekloppt? Ja, dann erzähl mir doch. Also auf der liebe Gott hat eine Kiste mit Sand in die Sonne gestellt. Ja. Hat er der Eiersegen gegeben. Acht Tage später geht die Kiste auf. Ja. Da kamen alles Menschen raus. Aus der Kiste? Genau. Aber die wurden alle bekloppt. Hat er das selber nochmal gemacht. Ja. Ohne Eiersegen. Ja. Da kamen wieder neue Menschen raus. Ja. Das waren herrliche Menschen. Schau mich an, herrliche Menschen. Und warum hat das denn jetzt mal nicht geklappt? Weißt du das nicht? Nee. Da warst du bestimmt in der ersten Kiste. Mit zwei Handdoppelgänger, die sind so groß wie mir. Wir werden oft verwässelt und können nix dafür. Die zwei haben uns halt öfters in Verlegenheit gebracht. Was haben wir für ein Wut, ob die zwei vom Aldermat? Schon damals in der Schulzig, da waren die aktiv. Fluch irgendwo hier in der Straße, ne stehen ins Innen schief. Da kommen die Lücke laufen und die haben nicht viel gesagt. Wir kreischten mit dem Riemen für die zwei vom Aldermat. Das ist ein Rattenpack, kann ich Ihnen sagen, Junge. Wenn ich die mal treffe, werde ich zum Schläger. Wer du? Ich habe mal sechs Mann zerschlagen, die liegen heute noch im Krankenhaus. Wie immer? Ja, meinst du dann? Der älteste von denen kommt nächstes Jahr in die Schule. Wir haben schon früh geheiratet, was sein muss, das muss sein. Es stellten sich in Kürze zwei kräftige Jungens ein. Es scheint, uns haben sie damals ganz fiese reingelacht. Denn die Pens, die sind so aus wie die zwei vom Aldermat. Wir haben jetzt hier gesungen und ihr habt uns all geholt. Und trotzdem wird nachher verzahlt von uns, wie einer tut. Wenn wir die zwei erwischen, die so jetzt haben gesagt, dann schleifen wir die durch den Sod bis auf der Aldermat. Meine sehr verehrten Damen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, glückliches Köln, glücklicher Fastelea, der ein solches Duett hat. Und er hat es angespielt, der Matthias Dietz.
Das gibt's nur einmal. Das kommt nicht wieder. Dürfen wir uns bei Hans Zimmermann und bei Hans Zypern mit dem Orden des Festkomitees bedanken. Ich darf ihn einmal so herüberreichen. Um diese Zeit eine solche Rede. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke auch an dieser Stelle Ihnen, ein solches Publikum in einer Sitzung zu haben. Das ist großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Senden Sie mit mir eine Rakete für unsere beiden, für Hans Zypern und Hans Zimmermann, das Kolonienet Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Das Kolonienet Tremor Kölle. Festkomitee. Kölle.